Magnus-Eis mit Heisenbergen Zutaten für 4 Portionen E plus 300 Gramm, tiefgekühlte gemischte Beeren D3 Esslöffel Ahornsirup 3-1 Beutel Soße und Creme Vanilla Creme Fin, 4 Kugeln Walnuss-Eis 1 zunächst die Beeren etwas antauen lassen und dann in einen Topf geben. Ahornsirup dazugeben und einmal kurz aufkochen lassen. Die Soße und Creme Vanilla leicht erwärmen und mit einem Pürierstab aufschäumen. Die Beeren als Spiegel auf 4 Teller verteilen und je eine Kugel Walnuss-Eis darauf geben. Die Soße darüber verteilen. Tipp, hübsch sieht das Dessert auch in Gläsern aus. Zuerst die heißen Beeren auf dem Boden verteilen, dann jeweils eine Kugel Nusseis darauf geben. Zum Schluss die Soße darüber geben. Mit ein paar Minzeblättchen verzieren.